So, ich liefere euch heute mal wieder ein kleines Video inklusive Analyse. Das ist der erste Satz von meinem Match gegen Marco. Die LKs werde ich euch natürlich einblenden, denn die sind ja immer irgendwie interessant. Ich habe das Gefühl, die klicken sich auch ganz gut. Nichtsdestotrotz könnte man erahnen, wenn man bereits ein paar Videos auf dem Kanal gesehen hat, dass das hier kein LK-Gap ist, der irgendwie riesig ist. Doch ist er vielleicht schon, aber hier treffen zwei Leute aufeinander, die nicht weit voneinander von den Fähigkeiten entfernt sind, zumindest was den aktuellen Leistungsstand angeht. Also, was ich sagen möchte, ist, das könnte ein ausgeglichenes Duell werden und ich habe mich hier mal entschieden, dass wir hier gemeinsam im ersten Satz das so machen werden, dass ich die ganze Zeit auf der Vorderseite hier stehen werde und der Marco wird hinten stehen, dass ich so ein bisschen aus meiner Sicht kommentieren kann, was habe ich mir bei Sachen gedacht, was habe ich vor und ja, wie entwickelt sich so das Match aus meiner Sicht, während ich hier nochmal die Kamera überprüfe Danke, und wünsche es ich dann dir halt hier auch. auch losgeht. Der Marco beginnt mit Aufschlag. Er ist ein, ja, vielleicht so grundlegend ein sehr, sehr starker Aufschläger, bei dem ja sehr, sehr viel Kick in den Aufschlag hineingelegt werden kann und ich Riesenprobleme habe, da gerade in der Halle ihn zu breaken und beziehungsweise ich muss hier immer höllisch aufpassen, dass ich keinen Break kassiere, weil das oft ja das Todesurteil sein kann, wenn er hier stabil durchserviert. Das gilt bei ihm nämlich auch die Stärke des Aufschlags beim ersten und beim zweiten Aufschlag. Also es ist nicht so wie bei mir. Ich habe bei einem zweiten Aufschlag, der eher ein Einwurf ist, der dann irgendwie eine Einladung ist. Das ist bei ihm nicht der Fall. Im Gegenteil, er ist sogar fähig, mit dem zweiten Aufschlag Asse zu schlagen. Und hier sieht man, dass er auch mit dem ersten Aufschlag durchaus fähig ist, den mir so zu servieren, dass ich nicht herankomme. Also, so viel zu den Vorzeichen. Was ich mir hier so prinzipiell gegen ihn vornehme, ist eigentlich, ja, immer erstmal meine Aufschlagspiele durchbringen. Gucken, wann er vielleicht mal ein bisschen zu überpowert, ein bisschen zu viele Doppelfehler vielleicht macht. Das kommt hin und wieder vor. Plus auch ausnutzen, dass er recht offensiv spielt und den einen oder anderen auch Fehler gerne mal macht, während ich auch versuche, gegen ihn jetzt den Ball nicht nur mittig im Spiel zu halten, sondern auch so ein bisschen links-rechts zu verteilen. Gerade so auf seiner Rückhandseite kann man so ein bisschen, sagen wir mal, eine Schwäche ausmachen, dass er da nicht so stabil die Bälle zurückspielen kann, wie, ja, wie zum Beispiel mit der Vorhand, mit der er gehörig auch Druck machen kann. Während er das erste Aufschlagspiel hier durchgebracht hat, er liegt jetzt 1 zu 0 vorne und jetzt gucken wir mal, wie sich mein erstes Aufschlagspiel so entwickelt. Die Kommentare sind ja gerne immer hier gesehen im YouTube-Kanal. Aktuell ja, werden die noch moderiert, also nicht jeder Kommentar wird freigeschaltet. Ich möchte da so ein bisschen, naja, dass der ein gewisser Anstand sich vielleicht etabliert, dass, sagen wir mal, nicht beleidigt wird und man natürlich schon hart kritisch auf Sachen eingehen kann, aber da eine gewisse Form irgendwie bewahrt. Deswegen seid bitte nett und freundlich, wenn ihr kritisiert, gebt auch gerne Feedback und ja, seid aber da so, dass sich das für die Leute gut sich lesen lässt, sei es für die, die ihr direkt hier ja, kommentiert mit dem, was gespielt wird, beziehungsweise auch für die Leute von außen. Und dass hier natürlich technische Defizite auf dem Niveau eine große Rolle spielen, ist, glaube ich, völlig klar. Ich mache da kein Hehl daraus, dass ich Tennis nicht gelernt habe, sondern ja, Tennis irgendwie spiele, auch ein bisschen Training nehme, auch ein bisschen technische Defizite ausgeglichen habe. Aber prinzipiell das natürlich nicht so aussieht, dass ich schon seit ja, 20 Jahren Schläger schwinge, sondern dann doch ganz viele technische Unzulänglichkeiten habe. Dafür aber Leidenschaft habe, sehr viel Kampf habe und auch sehr, sehr, ja, doch einigermaßen beweglich bin auf dem Platz und nicht nur ja, still dastehe und über mich ergehen lasse, wenn ein Gegner mir die Bälle um die Ohren knallt. Also, hier sieht man auch, was ich gerade vorhin so ein bisschen angedeutet habe. Der Marco neigt dazu, mit der Vorhand Druck machen zu wollen, aber dabei auch, wie ich finde, recht einfache Fehler zu machen. Gerade so ein Angriffsball, der dann irgendwie mal schief geht, das kommt doch des häufigeren mal vor, sodass ich da versuche, auch möglichst in so einem Match Profit draus zu schlagen. So, hier wäre ein Ball ideal, um vorzugehen, mache ich auch. Und ja. Der Mut wird belohnt, der Ball von ihm ist im Aus und ich mache hier mal einen Punkt, wo ich vorgerückt bin. Das sieht man bei mir sehr, sehr selten, aber gerade gegen Marco muss ich auch mal ein bisschen mutiger in der Form sein, dass ich nicht nur links-rechts spiele, auch dann mal nachrücke und konsequent hier versuche, den Punkt zu Ende zu bringen und nicht nur auf den Fehler warte, wobei das auch ein probates Mittel sein kann, wobei das auf Sand gegen ihn vermutlich besser funktioniert als in der Halle. Aber ja, das so viel erstmal zu dem, genau, zu der grundlegenden Taktik und wie es hier vorangehen soll. Hier sieht man auch am Netz, eigentlich ist er da gar nicht so schlecht, aber den segelt er hier ja gut ins Aus und so steht es dann 1 zu 1.
habe mein Aufschlagspiel durchgebracht. Bisher noch nicht viel Spektakuläres hier passiert. Ob das kommen wird, das verrate ich noch nicht, ob es hier spektakulär wird. Ich plane auf jeden Fall auch den zweiten Satz hochzuladen und zu kommentieren, damit man mal einen allumfänglicheren Blick hat. Der zweite Satz ist allerdings dann genau umgekehrt. Da stehe ich auf der anderen Seite, dass man dann mal aus der Sicht kommentieren kann. Hier gebe ich den zweiten Aufschlag aus. Hab damit ein bisschen Probleme tatsächlich in der Halle. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig mit dem, wie ich Bälle aussehe und bin da, glaube ich, oft zu großzügig. Deswegen seht es mir einerseits nach, wenn ich hier mal vielleicht einen Ball falsch drin oder draußen sehe. Ich habe mir da angewöhnt, auch konsequent dabei zu bleiben, auch wenn ich dann vielleicht mal wirklich einen Ball knapp aussehe, der vielleicht dann doch drin war und der Gegner fragt nach, dann bleibe ich ja dabei und sage, nee, also werde ich jetzt auch nicht ändern, weil habe ich so gesehen, man muss da zu seinen Entscheidungen auch stehen und tendenziell bin ich, glaube ich, eher großzügiger unterwegs. Wenn nicht, dann, ja, kritisiert das gerne oder, ja, keine Ahnung, oder gibt eine Anmerkung, wie man das vielleicht besser machen kann. Das Problem ist halt in der Halle, man sieht halt nicht so gut die Abdrücke, man sieht ja so leichte Abdrücke tatsächlich aufgrund des Granulats. Während er hier mit dem Vorhandball wieder einen einfachen Fehler macht, wo er Druck machen möchte, was mir gerade sehr entgegenkommt. Aber genau, seht es mir bitte nach, wenn man nicht den Ball perfekt sieht. Das ist nichtsdestotrotz hier ein von Fairness geprägtes Spiel. Hin und wieder gibt der Marco mir hier auch einen Ball gut, der, ja, der knapp war oder sagt auch, nee, der war schon aus. Und während ich hier, den Ball da probiere, einen Passierschlag zu landen. Genau, also deswegen, knapp dran, knapp draußen, immer so eine Sache in der Halle. Meine Grundregel ist da so, immer ein bisschen großzügiger, aber zur Entscheidung stehen und nicht da große Diskussionen anfangen und sich probieren dann nicht außer Ruhe bringen zu lassen, wenn dann doch vielleicht ein ganz blöder Ball mal angefragt wird oder so. Also was soll man machen? Man kann hier schwer korrigieren, wenn man einen Ball ausgegeben hat, weil es halt keine Abdrücke gibt. Ja. So viel dazu, was man noch beachten sollte. Sonst halt die üblichen Tipps, die ich dann so gerne auch für mich immer so beherzige. Das wird man ja auch vielleicht ab und an mal sehen. Wenn ein Ball im Feld störend liegen kann, nehmt ihn raus, während ich hier den Ball anscheinend genau ausgebe. Da seht ihr nämlich, der Ball stört da hinten. Ich nehme raus, das, was ich gerade meine. Ehe man hier irgendwo drauf tritt, gerade für jemanden wie mich, der gerne mal einen Netzaufschlag, es gibt einen zweiten Aufschlag, während ich gerne... Genau, die Bälle rausnehmen, weil man möchte ja nicht riskieren, wenn man ganz weit in der Grundlinie ist, so wie ich das ganz gerne auch mal mache, dass man sich da irgendwie umknickt, auf den Ball tritt und dann die Saison vorbei ist. Das wäre sehr, sehr ungünstig. So, hier probiere ich mit der scharf unterschnittenen Rückhand, die auch zum Erfolg führt. Die scharf unterschnittene Rückhand ist bei mir in letzter Zeit eigentlich doch hin und wieder ganz gut gekommen. Hier gelingt mir dann tatsächlich auch das Spiel zum 2:1. Und ja, ich habe damit tatsächlich einen Break geschafft, während der Marco so ein bisschen mit dem Netz hadert, denn tatsächlich das Netz ist in der Mitte ein bisschen zu hoch. Da haben wir so ein bisschen probiert, darum zu werkeln, dass es die normgerechte Höhe hat. Wobei ich da auch mal für mich immer so sage, das ist nicht der relevante Faktor auf unserem Level oder er sollte nicht der relevante Faktor sein. Klar ist dann irgendwie ein Netzroller doch mal irgendwie ärgerlich, aber wir spielen hier auf einem so geringen Niveau und selbst die Profis spielen ja nicht 5 cm übers Netz, sondern durch den Topspin, den die Leute reinlegen, ist da die Netzhöhe, ich will nicht sagen irrelevant, aber das ist nicht so, dass man sich darauf einschießen sollte, wenn man vielleicht auch das Gefühl hat, dass die Maße des Platzes nicht perfekt sind, die eine Linie irgendwie ein bisschen schief gezogen ist oder wie auch immer, da kann man mit arbeiten und auch entsprechend so spielen, dass einen das halt nicht irgendwie belastet oder stört. Also das ist so meine Sache, was man immer sagt, die Umstände akzeptieren und dann gucken, wie es weitergeht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich meinen Break hier bestätigen kann. Schlage hier auf und das ist hier wieder, was ich meine, Ball rollt zu tief rein, rausnehmen. Und auch dann sich immer sagen, das bringt mich jetzt nicht aus meiner Routine raus. Nein, es ist meine Routine, dass ich die Bälle rausnehme. So mache ich das zumindest immer. Und ja, kriege hier dann den zweiten Ball dann dann auf die Rückhandseite so serviert, dass ich nicht mehr rankomme und darf jetzt dem nächsten Aufschlag es vielleicht besser machen. Und ja, ich muss dazu sagen, während ich hier kommentiere, habe ich den Ton nicht an. Also ich weiß nicht immer genau, ob die Bälle dran oder draußen gegeben wurden. Das ist vielleicht ein bisschen nervig. Hier gibt es einen Netzaufschlag. Ich darf anscheinend nochmal ran. Und deswegen muss ich manchmal ein bisschen raten, ob der Ball jetzt gut gegeben wurde oder nicht, weil das Match ist auch schon ein bisschen her, als wir es gespielt hatten, während der Ball hier wieder ausgeht und ich den Punkt mache. Und ich entsprechend,
euch da manchmal so ein bisschen, naja, im vertrauen muss, dass ihr ungefähr wisst, wie es steht und ich hier auch nur die Spiele angebe, denn Videobearbeitung ist ziemlich ätzend, wenn man jeden einzelnen Punkt einstellen möchte. Es gibt zwar Swing Vision, was auch meine Arbeit ein bisschen erleichtert, aber die Autozählfunktion finde ich nicht so schön und das Overlay finde ich auch nicht so schön, deswegen ist das hier erst noch ziemlich viel Handarbeit irgendwie mit dabei. Aber ja, das ist gerade auch wieder so ein Ball gewesen, der könnte gut ausgewesen sein, den gebe ich aber eher großzügig drin. Es war auch die Rückhand von meinem Gegner und während da stattdessen, dass ich hier mich im Ballwechsel drin halte, mache ich so einen einfachen Fehler, was sehr, sehr ärgerlich ist. Aber ja, es ist halt so, wie es ist. Ja, also, was auch beim Kommentieren mir hier immer so ein bisschen auffällt, Amateurtennis ist doch ziemlich schnell in der Form, dass die Ballwechsel ziemlich schnell wieder weitergehen. Also man hatte diese Shot Clock im Tennis eingeführt, hauptsächlich glaube ich wegen Rafael Nadal, weil er immer so lange gebraucht hat. Und das braucht man im Amateurtennis eigentlich so gut wie nicht, weil die Leute hier immer wieder ziemlich schnell wieder dabei sind, den Ballwechsel zu starten. Obwohl man selbst sogar die Bälle holen muss, das dauert hier keine 25 Sekunden, bis es wieder losgeht. Also diese Konzentrationsphasen, die nimmt man sich vielleicht auch viel zu wenig. Vielleicht sollte man die sogar bewusster länger einbauen, während ich hier wirklich einen schönen einfachen Servicewinner landen kann. Oder war es ein Netzaufschlag? Ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall ist diese Shot Clock im Amateurtennis eigentlich nicht notwendig. Nee, es war tatsächlich ein Servicewinner. Und hier so ein bisschen auch durchrase von dem, wie ich so erzähle. Ich merke das halt, das ist halt nicht so Tennis, wie es kommentiert wird im Fernsehen, wo man mal diese Ruhephasen hat, wo man die Spannung zum Greifen nahe ist. Während ich hier sieht man sehr, sehr gut, dass ich ihn probiere, wirklich eher auf die Rückhand festzunageln, weil das einfach seine Schwäche ist, weil da mehr die einfachen Fehler kommen. Er aber an dem Tag, da er doch ziemlich stabil ist, und er hier auf der Rückhand deutlich weniger Fehler macht, als ich normalerweise von ihm gewohnt bin. Hier auch nochmal sicher geht, einen langen Ball macht. Ich hier ganz unorthodox den Überkopfball spiele, der trotzdem drin ist. Und ich hier probiere ihn wirklich drauf festzunageln, aber ich ihm vielleicht auch hier ein bisschen zu sehr die Möglichkeit gebe, auch mit der Rückhand heute gut klarzukommen. Dennoch ein schöner Ballwechsel hier. Jetzt ist er am Netz und ich kriege den Ball gerade so an ihm vorbei. Also was heißt gerade so? Kriege den zumindest an ihm da vorbeigelegt und habe hier einen wunderschönen Punkt erzielt. Es ist selten, dass ich mal einen Winner schlage und das ist meist nur, wenn der Gegner am Netz ist und ich ihn überloppe. Aber auch mal mit einem Passierball das irgendwie erfolgreich gestalten. Da hat man gesehen, dass auf die Rückhand festnageln hat zwar so ein bisschen funktioniert, aber nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Eigentlich erwarte ich deutlich einfachere Punkte, wenn ich ihn auf die Rückhand festnagle. Hier wieder einen einfachen Servicewinner. Was mir in dem Fall sehr, sehr gut tut. Aber ja, schauen wir mal, wie sich dieses Match hier so weiterentwickelt. Genau, technische Unzulänglichkeiten. Also mir sind viele Sachen durchaus bewusst, aber die abzustellen ist nicht unbedingt so einfach. Also natürlich arbeite ich an gewissen Sachen und ich habe letztens ein Material gefunden, während ich hier den Netzroller kassiere und der super ärgerlich ist. Ich habe letztens ein Material gefunden oder mir zukommen lassen, wo ich 16 war und Tennis gespielt habe und angefangen habe zu spielen. Das könnte was sein für, weiß ich nicht, 1000 Abonnentinnen und Abonnenten bei YouTube, dass man dann mal so ein Oldschool-Video hochlädt, wie ich mit, ja, vor 20 Jahren Tennis gespielt habe. Ihr werdet es nicht glauben, A, wie die Videoqualität war und B, wie ich damals aussah. Aber das ist vielleicht eine Sache, die bringe ich da mal noch. Und da sieht man, sagen wir mal, auch technische Unzulänglichkeiten und dass sich das vielleicht auch ein bisschen zum Positiveren verändert hat und dass ich jetzt vielleicht in der Form meines Lebens bin, auch wenn ich auch wenn ich schon 37 bin, ich kann ja ruhig mal ein richtiges Alter sagen. Wenn nicht, man findet es ja auch bei My Big Point, wenn man etwas Mühe reinsteckt ins Suchen der Seite, wo mein Profil zu finden ist. Während hier sehr schön man sieht, dass der Marco die Entscheidung auch beim Punkt gerne sucht mit einem Aufschlag und direkt an den Frontwinner mir da reinknallt. Das kann er auch ziemlich gut. Also wenn er da alles beisammen hat und gut den Ball trifft, dann ist das für ihn kein Problem. Während wir hier einen Netztuschierer haben und nochmal ein erster Aufschlag kommt, das ist schon sehr, sehr schwierig für mich hier irgendwie im Match, wenn er serviert, drin zu bleiben. Der Ball war seitlich im Aus, deswegen kommt hier der zweite Aufschlag. Aber auch die sind, wie gesagt, sehr, sehr gefährlich. Ich traue mich hier kaum quasi nach vorne zu gehen. Und auch man sieht es, ich bin einfach nicht gut im Return-Spiel. Ich brauche eigentlich, wenn er serviert, zumindest in meinem Kopf, denke ich mir immer, ein Doppelfehler wäre schon ganz gut. Ein vielleicht einfache Rückhand, die er sich ins Netz haut. Und dann kann ich gucken, dass ich vielleicht in den Ballwechsel so reinkomme, dass ich mir da Breakbälle erspiele. Aber insgesamt
ist mir das bisher noch nicht so richtig hier gelungen. Also er ist da auch hier in dem Match hier, in diesem Satz, den ich jetzt zeige, sehr stabil. Hier sieht man wieder einen sehr schönen Aufschlag, wo ich auch zu spät bin. Ja, der Ball nur noch außen weggeht und ja, ich wieder hier nur hoffen kann, dass ich ja irgendwie er sich selbst dann irgendwie so aus der Ruhe bringt. Aber er hat hier wirklich die Selbstsicherheit, dass er die Aufschlagspieler auch, glaube ich, auch weiß, dass er sehr, sehr, sehr gut gegen mich durchbringt. Also dass das auch dann provoziert schon wieder durch die Mitte und trifft nicht so ganz. Aber ich glaube, es wäre tatsächlich tödlich, wenn er da die Linie treffen würde. Ich würde nicht rankommen. Aber das weiß er halt auch. Er weiß, dass Aufschlag wirklich seine Stärke ist und das ist dann ganz, ganz schwierig, auch für viele Leute ist dagegen irgendwie anzukommen. Und ja, hier auch wieder einfache Fehler. Und ich mich auch nicht ärgere, wenn ich jetzt hier das Spiel so leicht, sagen wir mal, abgebe. Steht jetzt ja tatsächlich dann wieder, ich glaube, 3 zu 2, wenn ich das richtig sehe. Genau, es steht 3 zu 2 für den Marco, der jetzt in Führung gegangen ist, nachdem er mich gerebreakt hat. Und ich jetzt entsprechend wieder. Ja, alles in der Reihe habe und das so ein bisschen fatal ist, weil eigentlich jedes Break, was ich gegen ihn hole, ist eigentlich Gold wert und muss eigentlich konsequent bestätigt werden. Ich kann eigentlich nicht zulassen in der Halle, dass er mir zu viele Aufschlagspiele abnimmt. Wir hatten schon ganz viele Matches, wo wirklich nur ein Break entscheidend war. Auch zu meinen Gunsten, wo ich einfach geschafft habe, ihn einmal zu breaken und dann bei meinem Aufschlag einigermaßen stabil war. Und wenn er jetzt nicht irgendwie in der allerbesten Form ist, während er immer noch mit dem Netz hadert, wenn er nicht in der allerbesten Form ist, dann schaffe ich dann auch meine Aufschlagspieler mit meiner herkömmlichen Spielweise durchzubringen, um den Ball erstmal irgendwie im Spiel zu halten, in den Ballwechsel drin zu sein, um dann halt am Ende ja ja, den Satz durchzubringen. Aber hier aktuell wenig Zugriff und ja, jetzt gucken wir mal, ob ich den 2-2-Rückstand wieder ausgleichen kann. Ganz komische Vorhand von mir gerade, die trotzdem reingeht und er schleudert die Rückhand ans Außen. Das sind die Bälle, die ich meine, die ich mir eigentlich viel mehr wünsche, wenn er Aufschlagspiel hat, dass er so einfache Rückhandfehler macht, die mir dann wirklich die Chance geben, ihm vielleicht dann mal das Aufschlagspiel abzunehmen. Genau wie solche Vorhandfehler. Das sind eigentlich Sachen, warum ich dann auch mal merke, wenn ich mich konzentriere, kriege ich meine Aufschlagspiele auch recht gut durch, weil er mir oft so ein, zwei Punkte schenkt, wo ich bei seinen Aufschlagspielen immer hoffen muss, dass er mir diese schenkt, weil er kommt da gar nicht so oft zu der. Ja, zu der Gelegenheit, mir diese Fehler zu geben, weil er ja durch seinen Aufschlag stark genug ist, die Ballwechsel sehr kurz zu halten. Und wenn der Ballwechsel in der Form ein bisschen länger ist, dass er 1, 2, 3 Schläge machen muss, die ich ihn erstmal aufzwinge, dass da dann oft genug halt auch der Fehler kommt und ja, entsprechend ich das schaffe, dann im Ballwechsel und im Spiel drin zu sein und ihn quasi auch dann das Spiel abzunehmen. So, jetzt hat er aber gut retourniert. Und ich muss hier weiter drum, ja, kämpfen, dass ich meinen Aufschlagspieler durchbringe. Es steht, wie gesagt, 2 zu 3 aus meiner Sicht, also alles in der Reihe. Und das ist hier tatsächlich von Bedeutung, wie ich das hier jetzt schon ganz oft angedeutet und gesagt habe. Hier wie immer, Ball wird rausgenommen. Mein Tipp ist auch, wenn bei euch der Gegner den Ball nicht rausnimmt und ihr in einem Maiden-Spiel seid oder LK-Turnier, spielt doch mal ruhig diesen Korridor an, wo dann. Oh Gott, was für ein schlechter Doppelfehler. Sorry, aber das muss ich jetzt live kommentieren. Aber sonst spielt ruhig den Korridor an, den Bereich an, wo ein Ball störend sein kann. Der Gegner soll ruhig lernen, dass er die rausnehmen soll. Und ihr könnt ja die Schwäche ausnutzen, wenn er nicht bereit ist, sich den Ball da ja, aus dem Weg zu räumen und sich da in unnötige Gefahr begibt. Also im Zweifelsfall immer probieren, diesen Korridor anzuspielen, wo ein Ball vielleicht störend für den Gegner sein könnte. Während oh, der Ball zum Auslandet und ich jetzt ein Spielball zum 3 zu 3 habe und wir ja, gebannt warten, ob das reicht mit meinem Aufschlag. Ich kriege hier den ersten Aufschlag rüber und er schenkt mir wieder einen sehr einfachen Rückhandfehler, weil meine Aufschläge sind jetzt nicht so super stark, dass man sagen muss, hey Mensch, da ist also ein Brett, die kriegst du nicht retourniert. Nein, das war wieder ein recht gut für mich ja, gelaufener Punkt, dass ich den. Ich will sagen, gratis bekommen habe, aber zumindest recht einfach bekommen habe. Ja, so steht es dann 3 zu 3. Und ich muss mal wieder gucken, ob ich es vielleicht jetzt schaffe, ein Break zu holen, wenn der Marco aufschlägt. Muss wieder hoffen, dass er nicht zu stark serviert. Er versucht es wieder durch die Mitte, was er ja wirklich, wirklich gerne hier macht, aber der Ball ist im Aus und er macht jetzt den zweiten Aufschlag, den ich ja, zurückbringe. Und aber viel zu kurz, aber trotzdem hier das schaffe, im Ballwechsel drin zu bleiben, er beim Netz das recht locker souverän wegmacht, mein Lob nicht gut genug ist und ja, er hier mit 15 zu 0 erstmal vorlegt und ja, ins Aufschlagspiel reinkommt. Und gerne habe ich natürlich, wenn ich ihn erstmal so ein, zwei Punkte zu Beginn abnehme, um so ein bisschen Luft zu haben, um ihn auch unter Druck zu setzen, aber der gute Mann, der weiß halt einfach, wie man serviert, wie man jetzt auch hier bei dem Aufschlag gesehen hat. 30-0 steht's und 2 Punkte fehlen noch, damit er das berühmt-berüchtigte verflixte siebte Spiel
sich sichert. Während hier der erste Aufschlag nicht rüberkommt, sondern ins Netz geht. Und ja, auch den zweiten durch die Mitte macht und hier ja wunderbar. Ja, man merkt, das ist eine andere Art und Weise, wie er spielt, auch im Vergleich zu mir. Der ist offensiv, der traut sich auch, solche Bälle zu machen, hat auch eine gewisse Selbstverständlichkeit. Wenn ich so vor ins Netz gehe, weil der Ball zu kurz ist, da geht das Zittern los und ich hau den Ball ins Netz. Bei ihm ist das wirklich einfach, ja, vorne, bam, und weg mit dem Ball. Das kann er wirklich, wirklich gut und das unterscheidet ihn auch von mir, der dann ja als Spieler lieber sagt, nee, auf Nummer sicher gehen. Hier ist ihm auch auf Nummer sicher, nehme ich den Ball daraus. Und er jetzt hier trotzdem im zweiten Aufschlag den Spielball hat und ja, hier auch wieder nach vorne geht und wunderschön ja, Halbvolley macht und jetzt mit 4:3 in Führung gegangen ist. Und wir nach wie vor das Ding haben, alles in der Reihe ist und ich leider das eine Break, was ich ganz früh geholt habe, ja, nicht bestätigen konnte, nicht halten konnte und hier jetzt wirklich in so eine, sagen wir mal, kritische Phase komme, weil ich weiß, ich dürfte mir jetzt kein Break mehr erlauben, weil jedes Break könnte jetzt tödlich sein, weil Marco einfach die Selbstverständlichkeit hat, mit seinen Aufschlägen das Ding einfach souverän zu beenden. Ja, für alle, die ein bisschen streng gucken, wo die Netzstangen drin sind, ich glaube, die haben wir extra so hingestellt, weil das Netz in der Mitte so hoch war. Irgendwo so eine Logik hatten wir da. In den Medienspielen würde die Netzstange natürlich vollkommen richtig dastehen, wo sie stehen muss. Aber hier haben wir so ein bisschen, naja, keine Ahnung, das ein wenig toleranter gestaltet. Und es gab ja bisher erst einen Netzroller, von daher ist das Netz hier auch nicht der relevante Faktor, während ich hier beim Stand von 3:4 jetzt serviere. Erster Aufschlag, wieder ein einfach geschenkter Punkt. Es ist das, was ich haben möchte, also wo ich auch merke, ich habe ja auch Zugriff auf das Match, obwohl er technisch besser ausgebildet ist, sich besser bewegt, auch ein Stück weit vielleicht als ich, auch ein bisschen mehr auch, ich will sagen, doch, ja, Spielintelligenz habe ich auch, aber er hat auch Spielintelligenz, es ist jetzt keiner, der schlechte Fähigkeiten hat, aber ich bin hier drin, ich bin ja nicht chancenlos, ich habe ja, obwohl das nicht mein Belag ist und definitiv das sein Belag ist, eine ganz gute Chance, wenn halt ich meine Aufschlagspieler halte und ich es schaffe, ihn irgendwann mal bei seinen Aufschlagspielen auch in Verlegenheit zu bringen oder er sich selbst in Verlegenheit bringt. Und hier sieht man wieder, das sind diese einfachen Fehler, die er viel zu oft macht. Also das würde ich ihm an die Hand geben, dass er gerade da ein bisschen mehr Sicherheit versucht aufzubauen. Und das heißt nicht, dass er die Bälle nur zurückschubsen soll, aber dass das vielleicht auch so die Sache ist, da muss er drauf achten, weil, glaube ich, da Leute diese Schwäche sehr gut erkennen werden. Und wenn er dann Leute hat, die dann vielleicht auch das Return-Spiel ein bisschen besser beherrschen als ich, denn das stimmt definitiv. Ich bin kein guter Return-Spieler. Ich kriege vielleicht den Schlägen irgendwie hingehalten, aber wenn Leute richtig stark aufschlagen, ist das nicht so, dass ich da irgendwie dann viel sehen kann. Aber dass da er wirklich, ja, gerade auch bei seiner Rückhand, die sehr fehleranfällig ist, er da unbedingt dran arbeiten muss, damit er eben nicht immer das Problem hat, dass er so leicht, sagen wir mal, auszurechnen ist, dass man sieht, okay, zack, Rückhand und darauf festnageln, gerade wenn es an seinen Tagen nicht so läuft, während ich hier darauf hinweise, dass der Ball da wieder reinrollt. Das sollte man auch tendenziell machen, ehe sich der Gegner verletzt. Also da bin ich nicht so, dass ich sage, nee, dann soll er das selbst riskieren. Manchmal sieht man es einfach nicht. Aber das sieht man hier wieder sehr schön, diese Rückhand, was auch dann für mich immer die Nummer 1 Option ist, wenn ich nicht weiß, was ich gegen ihn machen soll. Erstmal die Rückhand, was bei vielen Spielern ja sowieso gilt, aber hier erst recht. Und ja, dementsprechend ist jetzt tatsächlich 4:4 steht und der Marco nun serviert. Mal gucken, ob er wieder so souverän her sein Aufschlagspiel durchbringt wie eh und je. Hier haben wir wieder einen Netzaufschlag, das heißt, nochmal, darf er hier ran, mal gucken, ob er es wieder versucht durch die Mitte. Ja, so ein bisschen mittig, körperlich, leider, was heißt leider, zum Glück ins Netz, zweiter Aufschlag, wie gewohnt, kriege ich den Ball erstmal einigermaßen zurück und hier schleudert er den ganz aus. Und das ist eigentlich so ein Moment, er hat jetzt einen ersten Punkt in seinem Aufschlagspiel nicht geholt, das steht 0:15, wo ich eigentlich mir auch immer vornehme, jetzt wach sein, jetzt kommt es drauf an, weil das ist auch wichtig, glaube ich, dass man weiß, dass es im Tennis Momente gibt, wo man so ein bisschen mental vielleicht keine Auszeit hat, aber nicht ganz wach ist. Aber auch genau weiß, wann es sich lohnt, wach zu sein. Und das ist jetzt hier so ein Moment eigentlich. Es steht 0:15 aus seiner Sicht. Ich will ihn unbedingt breaken und sollte wach sein. Und man sieht auch, ich lege jetzt alles rein, damit ich hier irgendwie in den Ballwechsel drin bleibe. Leider macht das am Netz zu gut. Aber das wäre vielleicht eine Sache. Bei anderen Stand hätte ich vielleicht nicht, na doch, ich hätte schon jeden Ball noch versucht rauszukratzen. Aber vielleicht war ich hier noch ein Stückchen entschlossener oder ein Stückchen wacher, dass ich auch weiß, was passiert. Weil ich einfach denke, ich muss jetzt hier versuchen, ihn zu breaken, weil dann habe ich mehr oder weniger freie Fahrt, weil ich ihn ausservieren kann und meine Services eigentlich ziemlich gut bisher gekommen sind. Ich hätte versucht, so schön nach außen zu servieren. Hat zum Glück nicht funktioniert, weil ja, ich vielleicht auch ein bisschen nicht ganz optimal gestanden hätte.
Mal gucken, bei 15 beide, was er jetzt im zweiten Aufschlag versucht, auch wieder, ja, so wie man ihn kennt. Und hier macht er auch, er macht aber auch weiter Druck. Also das ist auch das für mich fatale, schwierige, dass ich ihn hier auch nicht so einfach einlullen kann mit erstmal Bälle, die ich zurückbringe, und er denkt, okay, er muss hier jetzt noch irgendwie ein Stückchen mehr draufhauen. Also das ist leider so ein bisschen das Fatale, dass ich hier nicht so wirklich schaffe, ihn so den langen Ballwechsel hineinzuzwingen. Vor allem, weil ich hier auch wirklich erstmal die Bälle, wie man sie hier sieht, nur hoch zurückspielen kann, um überhaupt erstmal reinzukommen, weil er hier gut in der Offensive drin ist. Das gelingt ihm bei meinem Aufschlagspiel eher weniger. Bei seinem Aufschlagspiel gelingt ihm das hier sehr, sehr gut. Das sieht man, hat, ja, und dann vollendet er hier so konsequent. Und ich bewundere mich, dass er das nicht schafft, wenn er retourniert. Weil er muss ja halt auch erstmal nur in den Ballwechsel reinkommen, und dann kann er genauso schön verteilen. Ist ja nicht so, dass ich ihm die Bälle unhaltbar links, rechts reinknalle, sondern da könnte er ganz genauso rein. Also da bin ich immer wieder erstaunt bei ihm, weil ich kenne nicht viele in meinem Verein, wo der Unterschied so eklatant ist zwischen Aufschlag und einem Return-Spiel. Also das ist hier wirklich, ja, eigentlich ja, ziemlich phänomenal. Also mit ihm habe ich, glaube ich, richtig Bock, mal doppelt zu spielen. Und hier gibt es einen Doppelfehler. Ich glaube, er hat mir vielleicht sogar angesagt oder bestätigt, dass es ein Doppelfehler ist. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich sehe nicht genau, wenn die Bälle so liniennah sind, was passiert. Und bin da aber ein Stück weit vielleicht zu großzügig. So. Es geht also nahtlos weiter. Erster Aufschlag war hier nicht drin. Und hier der zweite ist ebenfalls ein Doppelfehler, wo wir jetzt halt wieder über Einstand gehen müssen können. Und ich habe hier vielleicht die Chance, dann doch jetzt auch wieder wach zu sein, weil ich weiß, Einstand, vier beide, jetzt gilt's, jetzt möchte ich hier drin sein. Und ja, verkackt dann hier doch ziemlich eklatant, weil ich auch mit so einem langsamen Aufschlag gar nicht gerechnet habe. Man hat gesehen, ich habe auch recht weit hinten gestanden, war ziemlich überrascht. Ich weiß nicht, ob das taktisch auch von ihm war oder ob es Zufall war, aber jetzt hat er hier Vorteil. Und ich habe trotzdem natürlich im Kopf, dass ich jetzt weiterhin wach sein muss, wenn der hier wunderschönen Winkelball spielt, ich den Ball trotzdem zurückbringe. Und hier, man sieht so ein bisschen meine Laufstärke, dass ich die Bälle ganz gut im Spiel halten kann und mich jetzt auch hier wieder reinbeißen muss. Hier wieder schön den Ball inside out und dann ja, formvollendet vorrückt und am Netz den Ball wegmacht und mit hier 5 zu 4 in Führung geht. Und das, ja, er wirklich, wirklich halt auch gut macht. Also, das gibt mal vielleicht eure Eindrücke mit. Also, mein Eindruck ist hier wirklich, dass ich hier einen sehr, sehr, also selbstbewussten Aufschlagspieler habe, der beim, wenn er selbst serviert, die Bälle links, rechts verteilt, nach vorne geht, ermutigt zu Ende spielt, die Winner schlägt. Und beim Return-Spiel das gar nicht so hinbekommt. Und ich unterstelle mal, das liegt nicht an meinen starken Aufschlägen. Meine Aufschläge sind okay, aber jetzt nicht überragend. Also das ist nichts, wo man Angst haben muss. Selbst wenn man irgendwie denkt, okay, technische Defizite beiseite, manchmal kommen sie ja ganz gut, aber das ist keine Dimension von einem guten Aufschlag. Von daher, ja, bin ich auch sehr auf euer Feedback gespannt, was ihr vielleicht dazu sagt. Ob das hier eine logische, ja, Schlussfolgerung von mir ist oder ob ich da vielleicht auch ein bisschen mein Gegner zu stark rede und selbstbewusst da reingehen kann. Das würde mich auch interessieren, während ich jetzt hier dann gegen den Satzverlust serviere. Es steht jetzt 4 zu 5. Bisher habe ich es immer geschafft, ja, dran zu bleiben. Und ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Und das ist immer denkbar ungünstig, wenn der erste Aufschlag nicht nur ein Fehler ist, sondern dich auch aus dem Rhythmus so ein bisschen rausbringt. Aber wie gesagt, das ist meine Routine. Das stört mich eigentlich nicht. Eigentlich führt das nicht zu Doppelfehlern, wie bei manchen anderen, die dann den Ball rausnehmen. Und auch hier ist jetzt tatsächlich so ein bisschen der Zitterarm drin gewesen. Zweiter Aufschlag, Netz. Mal schauen, ob es jetzt auch mich das nicht aus der Routine rausbringt. Und es bringt mich aus der Routine raus. Der Doppelfehler ist da. Unglaublich. Unglaublich. Und das ist natürlich ein ganz, ganz seltsamer Moment jetzt. Und da rattert es natürlich sofort in meinem Kopf. Ey, bisher hast du jedes Aufschlagspiel durchgebracht. Das ist auch das, wo ich denke, das ist meine Stärke. Und plötzlich steht es hier 0-15 nach einem blöden Doppelfehler. Und ja, mal schauen, wie ich jetzt damit umgehe. Und jetzt sieht man, dass er das Selbstbewusstsein aus den Aufschlagspielen plötzlich auch in diesem Return-Spiel drin hat. Jetzt laufen so zwei Sachen komplett gegen mich, die bisher den ganzen Spielverlauf ja, auf den Kopf stellen. Er ist plötzlich mutig offensiv. In meinem, ja, bei seinem Return-Spiel und ich mache einen Doppelfehler. Das sind zwei ganz hässliche Faktoren. Jetzt schenkt er mir jetzt irgendwie wieder einfach Fehler, dass ich nicht von 0,30 auf 0,40 gehe, sondern auf 15,30, weil dann wäre die Messe wahrscheinlich gelesen gewesen oder so. Deswegen, ja, Sprichwörter sind nicht so meine Stärke, glaube ich. Deswegen haben wir jetzt hier das 15,30 und ich serviere nach wie vor gegen den Satzverlust. Auch hier tut er mir den Gefallen, dass er einen sehr, sehr einfachen Return-Fehler macht. Das ist jetzt wieder das, was ich eigentlich möchte. Und jetzt habe ich wieder so ein bisschen Oberwasser, weil ich weiß, ja, okay, das ist das, was ich eigentlich will, wie ich auch die Offshore-Spiele erwartet habe und wie ich auch rein möchte. Und auch hier, zack,
40, 30, 3 Punkte in Folge. Wieder die Aufschlagspiele wie vorher. Jetzt bin ich wieder drin, on fire und habe jetzt den Spielball zum 5:5. Und serviere hier wieder übers Netz und darf noch ein erstes Mal aufschlagen. Bringt mich nicht raus, weil es ist ja quasi ein Neustart. Also, mal schauen, was passiert. Ach ja, das, was ich nicht haben möchte. Jetzt können wir fast wieder vermuten, oh Gott, jetzt muss er wieder mit dem Doppelfehler kämpfen. Und ich weiß nur, bei solchen Situationen ein bisschen Zitterarm ist dabei. Aber normalerweise mache ich eigentlich ziemlich wenig Doppelfehler. Und auch hier ist das der Fall. Bringt den Ball ziemlich knapp übers Netz, rückt hier wieder vor. Und so eine ganz komische Mischung gerade aus seiner Spielweise, dass er hier plötzlich wieder mutig ist und ja, gegenhält und das jetzt über Einstand gehen muss. Ganz, ganz schwieriges Aufschlagspiel für mich. Bewussterweise mache ich jetzt hier nicht, dass ich mir mehr Zeit nehme, sondern probiere hier wirklich weiter meinen Stiefel so einigermaßen runterzuspielen. Sonst ist hier eigentlich gerade ein sehr guter Moment, um mal sich beim ersten Aufschlag vielleicht ein bisschen länger Zeit zu lassen, um so ein bisschen durchzugehen, was man möchte man machen, um sich auch ein bisschen Luft zu verschaffen, durchzuatmen und auch seine Konzentrationsphasen zu nutzen, während er hier wieder mir den Gefallen tut, einen einfachen Fehler zu machen. Ich wieder den Vorteil auf meiner Seite habe, wieder Spielball zum 5:5 und hier wieder servieren darf. Und eigentlich einen ziemlich guten ersten Aufschlag dahin lege, jetzt schön nach außen und probiere ihn hier weiter auf der Rückhand festzunageln, weil er mir dann den Gefallen tut, einfache Fehler zu machen. Und jetzt mache ich den einfachen Fehler und spiele den Ball recht leichtfertig ins Aus, sodass es wieder über Einstand geht. Also man merkt ja im Gegensatz zu den anderen Aufschlagspielen ein ziemliches Zitterspiel gerade bei mir, weil der Marco jetzt ja vielleicht mit der Selbstverständlichkeit da irgendwie reingeht, den ja, Punkt machen zu können. Und hier mache ich jetzt tatsächlich den zweiten Doppelfehler. Und das ist wirklich sehr, sehr untypisch für mich. Da ist dann jetzt keine Ahnung, was da für eine Nervosität drin ist oder was da für Gedanken dann eine Rolle spielen. Ich habe jetzt ja einen Satzball gegen mich und serviere dagegen. Und an der Videodauer seht ihr, das wird wahrscheinlich nicht gut für mich ausgehen, obwohl ich jetzt ziemlich gut serviere. Und mache hier den Fehler, der Ball geht ins Aus knapp und es steht am Ende 6:4. Tja, das war's dann mit dem ersten Satz. Der zweite Satz wird folgen. Gebt mir gerne Feedback, wie ihr es fandet. Und ja, wenn ihr sonst Anmerkungen habt, ob ihr das Format gut fandet, was ihr vielleicht ein bisschen mehr hören wollt, ob das vielleicht auch ein bisschen zu viel Gerede war, ob ihr vielleicht auch einfach nur die Highlight-Punkte haben wollt, gerne her damit. Aber ich wollte euch so ein bisschen mal aus meinem Blickwinkel sagen, wie ich hier jetzt mit ein bisschen auch Nachgang von dem Spiel, von dem Match denke. Und dann freut euch einfach mal auf den zweiten Satz, den ich irgendwann mal hochladen werde. Ich hoffe, das schaffe ich auch so zeitnah, dass wir da nicht ein zu großes Gap dazwischen haben. Und wenn nicht, dann genießt einfach den anderen YouTube-Content und ja, habt Spaß einfach auf dem Tennisplatz. Und ich würde sagen, bis bald.